Ja, vielen Dank. Also ich sag's nochmal, ich heiße Marie, ich bin Masterstudierende der Sozialwissenschaften und stelle heute so den Status quo meiner Bibliothekaufenthalte, meiner Masterarbeit vor. Genau, ich möchte also sozusagen hier die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ich bin darauf gekommen, das ist jetzt irgendwie bei mir am Institut jetzt nicht ein Thema, wo alle sofort sagen, wow, toll, da wissen wir ganz viel dazu, da können wir dir den und den und den empfehlen, sondern das ist schon auch relativ neu in den Sozialwissenschaften oder in der Soziologie. Und so digitale Soziologie hat sich vielleicht irgendwie in den letzten 3, 4, 5 Jahren so etabliert. Natürlich gibt es auch die Techniksoziologie, die da auch sehr stark sind, die mir da viel helfen kann. Genau, ich habe es digitales Zyklus-Tracking genannt. Ich will mit dem Titel eigentlich ungern gleich alle Leute verschrecken und irgendwie gleich eine Titelblut, Menstruation, Periode rein dingsen. Bei mir geht es aber tatsächlich um den Menstruationszyklus. Das ist nicht irgendein Zyklus, sondern es geht darum, und immer wenn ich Zyklus sage, meine ich auch den Menstruationszyklus. Und in dem Titel steht ja so ein bisschen, also es geht mir nicht um eine rein technische Analyse, es geht mir auch nicht nur um Datenschutz, sondern es geht mir eben vor allem als jemand, der aus der Soziologie kommt, um so eine Fragen wie, was macht das eigentlich irgendwie mit den Menschen, wie wirkt das auf die Menschen, wie gehen die damit um mit solchen neuen Technologien und was verändert das oder wie kommen wir vielleicht auch ins Gespräch darüber, was das so mit Vorstellungen von Gesundheit in der Gesellschaft macht und von Fertilität? Das ist so ein bisschen das, was euch jetzt erwartet. Das nochmal so ein Überblick, also in 3 Schritten vielleicht. Einmal möchte ich natürlich euch auch darüber aufklären, was überhaupt digitales Zyklus-Tracking ist, was es da so gerade so für Angebote gibt. Im zweiten Schritt mache ich so eine kleine Einordnung von Zyklus-Tracking. Ich glaube, diese 2 anderen Begriffe, Self-Tracking und Quantified Self, ist wahrscheinlich eher ein Begriff. Das könnte ich vielleicht auch mal gerade mit Händen abfragen, wer was mit Quantified Self und Self-Tracking anfangen kann. Ja, nicht so schüchtern. Ja, okay, eigentlich, okay, gut. Also das habe ich erwartet, das ist eigentlich das, womit normalerweise die Leute was anfangen können und deswegen setze ich da auch an und möchte das so ein bisschen einordnen und vielleicht auch vergleichen und dann eben im dritten Schritt sagen, wieso das vielleicht doch irgendwann auch was anderes ist oder was Besonderes zumindest ist. Insofern, warum Blutung messen und Schritte zählen nicht das Gleiche ist. So, genau, wir fangen an mit einer Begriffsklärung sozusagen, damit wir ungefähr auf der gleichen Seite stehen und ungefähr wissen, worum es geht. Die digitalisierte Form von Zyklus-Tracking ist eigentlich nichts Neues. Das wird vielleicht oft von so ein paar Apps so verkauft, als ob das der neue, weiß ich nicht, die neue Sache überhaupt ist, neu erfunden. Das ist aber eigentlich Jahrzehnte alt. Und das beruht eigentlich auf einem ganz simplen Stift-Papier-Methode. Da hat man irgendwie einen Kalender aufgezeigt und da kann man irgendwie Einträge machen im Kalender. Ja? Also kann man Einträge machen zu Blutungen, kann man Einträge zu Eisprung machen, Einträge zu Beschwerden, die möglicherweise auftreten. Und das findet schon seit Jahrzehnten statt und diese digitalisierte Form von Zyklus-Tracking. Nimmt eben auch genau das als Grundlage und macht das halt jetzt alles in der schicken App auf dem Smartphone, was natürlich dazu führt, das Smartphone hat man immer dabei, so ein Kalender, so ein Stift, Papier hat man vielleicht nicht immer dabei und auf dem Smartphone ist das halt alles sozusagen gebündelt. Das ist immer griffbereit, das kann man immer eintragen in der U-Bahn, wo man gerade ist. Und die Nutzungsziele sind eben auch damals wie heute eigentlich sowas wie Zusammenhänge verschiedener Körpermerkmale erkennen. Also möglicherweise stellt jetzt Person X fest, am 10. Zyklustag bin ich immer super müde und jetzt habe ich das mal beobachtet, 6 Monate lang. Jetzt kann ich sagen, okay, am 10. Zyklustag bin ich eher müde. Da vermeide ich es eher, jetzt irgendwie den Halbmarathon zu laufen oder so. Ja, natürlich auch sowas wie Fertilität kontrollieren, also sei es, man will gezielt irgendwie schwanger werden, sei es, man möchte gezielt nicht schwanger werden. Da einen Überblick dafür zu bekommen oder einen Überblick darüber zu bekommen. Und aber auch sowas wie Beschwerden beobachten, also irgendwie
Personen, die extreme Beschwerden eben haben und denken, dass es was mit dem Zyklus zu tun haben könnte, können das eben auch darüber möglicherweise sehen. Was ich noch sozusagen als allgemeinen Punkt dazu sagen möchte, mir geht es nicht darum, irgendwie eine App entweder, also weder sie zu bewerben, noch dafür zu sagen, dass man sie nicht nutzen soll. Ich möchte das nicht bewerten in dem Rahmen, ich möchte nur einfach sagen, was es gibt und eben in Richtung digitalisierte Formen von Zyklus-Tracking zeigen, was es da vielleicht oder was wir uns da für Fragen stellen sollten. Also ist es nicht gut, ist es nicht schlecht? Ich möchte einfach nur, dass man darüber anfängt zu sprechen und zu schauen, okay, zu was führt uns das eigentlich? Es kommt irgendwie ganz viel auf den Markt die ganze Zeit andauernd und irgendwie auch die Soziologie sagt so, Gott, passieren ganz viele Sachen, wir müssen da jetzt erstmal ein Jahr dran forschen und gucken, was passiert. Und in der Zwischenzeit nutzen das aber die Leute einfach alle schon. Und das ist, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir damit anfangen, auf jeden Fall das so ein bisschen auch gesellschaftlich zu beobachten. Das ist jetzt hier das Beispiel, was in meiner Arbeit auch die App als Beispiel sein wird, und zwar handelt es sich dabei um Clue. Wenn jetzt hier nur vier überhaupt so eine Zyklus-App nutzen, will ich gar nicht fragen, wie viel diese, ja, okay, sehr gut, nutzen. Das ist eine App, die ja, relativ prominent unter den Zyklus-Checking-Apps ist. Die wird hier in Berlin entwickelt. Und das ist sozusagen ein Beispiel. Für mich ist es einfach wichtig zu sagen, okay, ich gucke mir nicht irgendwelche Apps an, sondern ich fokussiere mich auf eine bestimmte App. Und damit ihr so ein bisschen so ein Designgefühl für diese App bekommt, weil es ist ja irgendwie immer schön, darüber zu reden, man muss auch verstehen, wieso die Leute das nutzen. Und Clue wirbt eben damit, dass sie eben nicht pink sind, dass sie besonders wissenschaftlich sind und dass es darum geht, sozusagen sich den Körper besser kennenzulernen. Also links ist also so ein typisches Einstiegsbild. Ganz oben haben wir so ein Bild, wo wir sehen können, das kann man, glaube ich, nicht so gut lesen. Da steht dran, also gibt den ersten Tag der letzten Menstruation ein. Da kann man eben die Daten dann eingeben. Mittig unten, das fand ich ganz interessant, da steht, was gilt als normal und gesund. Also das wird hier irgendwie eben in zwei Punkten oder in mehreren Punkten beantwortet. Das finde ich aber durchaus interessant, dass so eine App das sozusagen da schon Antworten liefert. Was ist eigentlich normal und was ist gesund? Vielleicht habt ihr da jetzt eure eigenen Gedanken dazu. Ich will das mal so stehen lassen. Und rechts oben ist es ein Screenshot, wo eben steht, das ist ein iPhone, also eine iOS-Version, wo steht, Clue möchte auf ihre Gesundheitsdaten in folgenden Kategorien zugreifen, sie aktualisieren. Damit möchte ich darauf hinweisen, dass Clue möglicherweise mit diesem HealthKit, was bei Apple irgendwie standardmäßig jetzt installiert ist, verbunden werden kann und dass da eben alle möglichen Self-Tracking-Geschichten sozusagen, was mit Health möglich ist, was dann mit Clue verbunden werden kann. Das heißt, die Tendenz ist natürlich auch, das Ganze irgendwie zu vergrößern und nicht nur irgendwie bei der Menstruation zu bleiben, sondern diese Daten mit den Fitnessdaten und den Blutzuckerspiegeldaten und was weiß ich für Daten, am besten alles zu verbinden und dann das größere Ganze herauszubekommen. So sieht Clue aus, das ist jetzt so ein bisschen hier ja, grau auf grau. Ich glaube aber, dass es ganz interessant ist, um zu sehen, was Clue sozusagen macht. Das sind die ganzen Kategorien, die man bei Clue freischalten kann und die man sozusagen jeden Tag, wo man eben Einträge dazu machen kann. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Kategorien. Und die unterstrichenen Kategorien sind jeweils die, die sozusagen schon standardmäßig aktiviert sind. Alle anderen kann man, wenn man möchte, zusätzlich noch hinzufügen. Das gibt uns auch ungefähr so einen Rahmen, was die App sich darunter vorstellt, was alles im Zusammenhang mit Zyklus stehen könnte. Und ich möchte das auch wieder nicht bewerten, das ist einfach nur, damit ihr sozusagen einen Einblick darin bekommt, was da alles möglich ist. Das heißt, man kann irgendwie natürlich solche Sachen wie sexuelle Aktivitäten zu tracken im Zusammenhang mit Menstruationen kann durchaus Sinn machen. Schlaf, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die weisen eben darauf hin, dass das eben super individuell ist und dass man das deswegen sozusagen da individuelle Muster finden könnte.
Genau, und es gibt noch einen kleinen Unterschied bei der iOS-Version und der Android-Version. Diese App ist eben kostenfrei und es gibt zwei verschiedene, beziehungsweise für iOS wurde es ursprünglich entwickelt und ist deswegen auch immer so ein bisschen so ein Schritt voran. Deswegen gibt es da so ein paar Unterschiede in den Versionen. Genau, hier noch ein Slide zum Geschäftsmodell, weil das sicherlich auch interessant für euch ist. Es ist nicht mein primäres Interesse in meiner Arbeit, aber ich möchte das trotzdem hier nochmal sozusagen aufführen. Das ist einfach nur die Liste, die woher Clue das Geld bekommt. Im Moment ist es noch so, dass Clue sozusagen offiziell sagt, dass sie die Daten niemals verkaufen würden und dass da eben dass sozusagen das Vertrauen der Nutzer das Wichtigste ist, um eben diese App auch zu vertreiben. Im Moment gibt es auch alle möglichen Funktionen in der App, sind kostenfrei zu nutzen. Im letzten Herbst gab es nochmal eine neue Investitionsspritze mit 7 Millionen Dollar. Insgesamt sind das also ungefähr 10 Millionen Dollar Investitionen und das sind, es ist nicht die Zivilgesellschaft, die diese App unterstützt, sondern das sind, eben folgende Leute. Jetzt möchte ich was dazu sagen, wieso Zyklus-Tracking Self-Tracking ist, beziehungsweise es liegt ja irgendwie ein bisschen auf der Hand. Natürlich ist es Self-Tracking. Self-Tracking bedeutet ja einfach nur die Selbstvermessung wie von Körperwerten. Bei Self-Tracking geht es also eigentlich dadurch, dass man eben welche Körperwerte misst. Das heißt, man hat jetzt irgendwie den Körperwert X1, hat die App Y1 dazu und bekommt dann den Wert irgendwie Z1 raus und der sagt einem dann, je nachdem, also die Idee ist natürlich, je mehr Sachen man misst, desto besser kennt man seinen Körper und dann am Ende ist natürlich das Ziel, seinen Körper komplett zu kennen, seinen Körper komplett abbilden zu können. Das ist eine sehr quantitative Vorstellung von Körpern. Die Sozialwissenschaften sprechen eigentlich von einer viel komplexeren Art und Weise, den Körper abzubilden. Self-Tracking sagt eben, es geht alles über Werte. Das Ziel ist natürlich, die Gesundheit zu steigern, die Gesundheit gezielt zu optimieren und stark präventiv handeln zu können. Und im, sagen wir mal, so klassischen Self-Tracking wie diese Schritte zählen oder Fitness-Apps, wie ja jetzt auch die AOK Nordost prominent mit einem wunderschönen Promo-Video vor 2 Wochen oder so rausgebracht hat. Anreiz ist natürlich der Wettbewerb mit den anderen Usern. Also ich weiß nicht, wie viele von euch sozusagen so Fitnessschritte zählen, aber da ist ja immer auch die Möglichkeit, irgendwie schneller als der Kollege zu sein oder noch weiter zu laufen als die Nachbarin. Und das findet natürlich beim Zyklus-Tracking nicht statt. Da gibt es keinen Wettbewerb, ich blute mehr als die andere oder ich weiß nicht. Das ist insofern bei diesem Self-Tracking eigentlich eine ganz zentrale Komponente, also dass man sich immer stark individuell irgendwie optimiert und noch mehr Muskeln hat und weiß nicht, noch gesünder ist und noch mehr Äpfel am Tag isst. Und das ist bei dem Zyklus-Tracking eben nicht so, würde ich jetzt mal, das ist so eine Vermutung von mir. Genau, und beim Zyklus-Tracking geht es eben auch ganz stark um diesen Empowerment-Moment, also da knüpfen viele Apps an und sagen, okay, das ist ein Thema, was irgendwie noch nicht alle total frei und offen auf der Straße irgendwie kommunizieren oder im Bekanntenkreis oder mit Ärzten. Das ist immer noch so ein bisschen schambehaftet, deswegen braucht es da irgendwie Empowerment, deswegen braucht es mehr Informationen. Das ist also eben bei diesen Quantified Self-Geschichten auch nicht unbedingt im Vordergrund. Es geht natürlich um Selbstkontrolle und Körperbeherrschung. Da gibt es ganz viel auch so, weiß ich nicht, sowas wie die Technologie ermöglicht dir jetzt, deinen Körper kennenzulernen. Also da wird so ein bisschen so eine Art Dualismus aufgemacht zwischen Körper und dir selbst und da kommt jetzt eben diese neue Technologie und die sagt dir jetzt, das ist dein Körper so. Also der dritte Punkt ist dieses mit dieser Selbstoptimierung von Gesundheit. Das ist natürlich bei Zyklus-Tracking auch im Vordergrund. Und so ein bisschen sagt da die Soziologie auch so, über Public Health wird viel diskutiert, dass in den letzten Jahren gesund sein immer mehr zur individuellen Herstellungsleistung geworden ist. Das heißt, es wird
gesund ist sozusagen nicht gesund genug. Man muss sozusagen heute schon dafür sorgen, dass du in 5 Jahren immer noch gesund bist. Und dieses Ganze, das kann man jetzt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Ich möchte das wiederum auch nicht bewerten, aber es rückt so ein bisschen dazu, dass es eben Gesundheit so, wenn du es halt nicht machst, macht es halt auch niemand sonst so. Und das ist auch mit diesen ganzen Self-Tracking-Technologien, das ist so ein bisschen die Tendenz. Ja, also du kannst ja jeden Tag 100 Schritte gehen, wieso bist du denn jetzt krank geworden oder so. So ein bisschen, ja, wenn das nicht ganz verständlich ist, dann gerne fragen. Genau, und jetzt wollte ich nochmal hier plastisch zeigen, wieso Blutung messen und Schritte zählen nicht das Gleiche ist. Und habe da ein Beispiel aus Instagram gefunden. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das ist eine Literaturstudierende gewesen, die ihr Abschlussprojekt gemacht hat und eben genau davon gesprochen hat, dass eben Menstruation irgendwie eigentlich zum Alltag vieler Menschen dazugehört und dass da trotzdem so wenig darüber gesprochen wird und dass das irgendwie kaum eine seriöse und offene Kommunikation darüber stattfindet. Dann hat sie eben dieses Fotoprojekt gemacht, wo man, man möchte meinen, relativ unoffensiv Blutflecken gezeigt werden in verschiedenen Situationen, die für viele von uns auch zum Alltag gehören. Diese Bilder wurden auf Instagram zensiert, wurden gelöscht, wurden runtergenommen. Sie hat es dann nochmal probiert, die wurden dann nochmal gelöscht. Und dann gab es irgendwie eine große Diskussion, inwiefern eigentlich, wie sozusagen offen wir eigentlich sind und wie offen wir eigentlich kommunizieren und ob es da nicht vielleicht noch was zu holen gibt nach oben. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Es ist ein bisschen off-topic, ich weiß, aber es ist einfach schön. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, mit was für einer Art von Blut dieses Bild gemalt wurde. Das ist die Künstlerin dazu. Das Bild kann man übrigens ersteigern. Trump, also es wurde mit Menstruationsblut gemalt und Trump hat eben in einem Interview seiner Journalistin eben vorgeworfen, dass sie wie irrational handelt, weil sie ja bestimmt irgendwie gerade blutet so. Und das hat eben dann wieder auch zu sehr negativer Diskussion geführt und das war ihre Antwort darauf. Und jetzt am Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch in der ärztlichen Community irgendwie diskutiert wird, inwiefern Apps irgendwie wichtig sind oder vielleicht ein neuer Player sozusagen sind oder den Leuten helfen können, mehr Wissen über ihren Körper zu bekommen. Und da gibt es natürlich auch Ärzte, die sagen, ja, das ist grundsätzlich irgendwie nicht schlecht. Aber es gibt eben auch kritische Stimmen, die wie ich finde, doch wichtig sind. Es wird also einmal davor gewarnt, dass das Verhütungsmethode zu verwenden. Und das ist auch so, dass die Apps nie ausdrücklich sagen, okay, du kannst das als Verhütung verwenden. Wir sagen dir hier, am 10. Tag bist du am fruchtbarsten, hier musst du auf jeden Fall irgendwie verhüten. Aber die Menschen, die lesen sich das vielleicht durch, aber letztendlich, wenn da steht, du bist heute nicht fruchtbar, dann wird es vielleicht eben doch sozusagen als eine Art Verhütungsmethode oder Verhütungskontrolle irgendwie verwendet. Davor wird von ärztlicher Personal gewarnt eben und es wird auch darauf hingewiesen, dass es keinerlei Zertifizierung dieser Apps gibt. Und das finde ich auch einen ganz zentralen Punkt dabei, das heißt irgendwie diese Apps kommen auf den Markt, da steht drin, was ich vorhin gezeigt habe, ist der Zyklus normal, ist das gesund? Die geben dir dann eine Antwort drauf, aber letztendlich ist das halt, das ist halt ein Unternehmen von 20 Menschen, die diese App entwickeln. So. Das ist jetzt nicht deine Gynäkologin dir gegenüber sitzend, wo du weißt, okay, die hat hier, weiß nicht, mindestens studiert oder irgendwie Erfahrung oder keine Ahnung. Also was ich damit sagen möchte, diese Apps gelangen relativ ungefiltert eben auf den Markt und in die Hände von den NutzerInnen. Was nicht schlecht ist, führt natürlich auch dazu, dass auf einmal Leute, die vorher vielleicht keine Möglichkeiten hatten, ins Gespräch zu kommen, irgendwie auf einmal da viel offener und in viel größerer Menge darüber kommunizieren können. Ich will nur darauf hinweisen, dass es sozusagen eine Neuheit ist. Und am Ende, das fand ich auch ganz schön, dass eben auch ein Arzt, der sozusagen darauf geantwortet hat, inwiefern diese App jetzt irgendwie auch super ist, um schwanger zu werden, inwiefern da das voll die Unterstützung ist.
der eben gesagt hat, ja, also wer regelmäßig Sex hat, braucht keine App, um sich fortzupflanzen. Ja, also sozusagen die Limitierung von diesen Apps, um jetzt irgendwie schwanger zu werden zum Beispiel. Und was ich eigentlich machen möchte, das werde ich jetzt in den nächsten Wochen machen, ist, mein Ansatz ist eben zu sagen, dieses Ganze drumherum, klar, es gibt, man kann sich das irgendwie kritisch anschauen, Self-Tracking und so, in dieser ganzen quantifizierten Debatte von Self-Tracking möchte ich qualitative Interviews führen mit Menschen, die das nutzen. Und bei mir ist es, genau, mir geht es eben darum zu fragen, ja, was macht denn diese App jetzt eigentlich mit dir? Hast du wirklich das Gefühl, du bist jetzt irgendwie selbstbestimmter oder vielleicht hast du eher das Gefühl, du fühlst dich irgendwie eher eingeschränkt durch diese Kategorien, die es nicht zulassen, dein Zyklus so abzubilden, wie er tatsächlich ist. Also sozusagen, ich möchte die Leute direkt fragen und einfach auch nach ihrer subjektiven Wahrnehmung abfragen. Mir geht es da nicht um die Körperwerte, ich werde auch nicht fragen, wie lange irgendwie der Zyklus ist, sondern mir geht es einfach nur um eine persönliche Einschätzung von diesen Apps. Womöglich sagen die, ja, ich mache das irgendwie, aber eigentlich nutzt mir das nichts oder eigentlich kommt da nichts bei raus, das kann natürlich auch sein. Aber vielleicht gibt es auch irgendwie positive und negative Stimmen. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal meine E-Mail-Adresse hingesendet, weil ich tatsächlich irgendwie offen bin, wenn ihr Leute kennt, die Interviews gerne führen möchten. Das muss Clou sein und das müssen mindestens 6 Monate der Nutzung sein. Ja, genau. Deswegen happy bleeding und vielen Dank, dass ich hier bin. Dankeschön, Marie. Bleib noch ganz kurz. Gibt es Fragen? Eine Frage, Moment. Dankeschön. 2 Fragen eigentlich. Erstmal danke, ist super spannend. Zum einen, du hattest am Anfang diese Kategorien gezeigt. Sind die vorgegeben oder kann man da auch selber Kategorien angeben oder sind die vorgegeben, und man, weil die irgendwelchen Berechnungen zugrunde liegen? Hast du ein Mikro? Achso, zweite Frage. Weil ich mir da tatsächlich unsicher bin, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Studien oder Informationen dazu hast, gibt es denn auch regionale Unterschiede, global gesehen, in Sachen Menstruationszyklus, wann der anfängt oder genau, wie der verläuft, was für Beschwerden regional öfter auftreten oder nicht, weil ich das ganz spannend finde, so im Hinblick darauf, ob die App global auch genutzt wird und halt auch diese Begriffe von Gesundheit und Normalität eben auch wahrscheinlich aus einem US-amerikanischen Kontext heraus eben in andere Länder hineintransportieren. Also einmal zu den Tracking-Kategorien, da gab es am Ende gab's noch so eine Kategorie mit Verschiedenes und da konnte man irgendwie selber, kann man selber die, Kategorien nochmal eingeben, wenn man irgendwie noch was gerne persönlich da reinschreiben möchte. Das sieht natürlich dann nicht so schick aus wie die anderen Kategorien, die schon mit irgendwie Logos kommen oder mit schönen Bildern so kommen. Ich würde mich auch interessieren, wie viele Leute das tatsächlich machen. Aber die Möglichkeit ist da, zumindest in dieser App, mit der ich mich beschäftige. Und man kann auch alle möglichen, also auch die schon standardmäßig aktiviert sind, kann man auch deaktivieren. Natürlich, wenn man die Blutung rausnimmt, ja, keine Ahnung. Aber sozusagen, das sind ja 30 Kategorien und die kann man eben an- oder ausschalten. Das andere ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, inwiefern es da Unterschiede gibt. Was ist irgendwie, also natürlich basiert auch diese App irgendwie auf eher medizinischen Wissenschaften aus Westeuropa, USA. Ja? Da gibt es auch, also diese App hat auch immer Links zu eben wissenschaftlichen Journals oder so und diese kommen alle aus den USA. Und das ist natürlich auch spannend, was passiert dann mit so einem Wissen in Ländern oder in kulturellen Kontexten, wo es irgendwie ein anderes Wissen oder einen anderen Zugang dazu gibt, das ist klar, ja. Das kann ich leider nicht beantworten, weil ich werde mit Frauen hier oder mit Menschen hier sprechen. Was allerdings ein Hinweis darauf ist, dass es sehr wenig Forschung dazu gibt. Es gibt sehr wenig Forschung dazu, wie sozusagen, wie Zyklus einen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden hat, auf allgemeine gesundheitliche Faktoren. Und deswegen ist es auch irgendwie, ja klar, die App ist da und sagt, es gibt zu wenig Infos darüber. Es wird zu wenig darüber gesprochen, es wird zu wenig dazu geforscht.
Das ist ein Thema, wir müssen anfangen, irgendwie uns da mehr mit auseinanderzusetzen. Was allerdings gibt, ist so eine historische Analyse, irgendwie zum Beispiel in Europa, in den USA, wo so Sachen wie Zykluslänge oder so diskutiert werden, wo gesagt wird, okay, irgendwie vor 100, 200 Jahren gab es sowas gar nicht wie 28-Tage-Zyklus. Da waren irgendwie, also da war so viel irgendwie, da waren die Leute entweder körperlich viel beeinträchtigter oder Frauen haben sehr in sehr kurzen Abständen immer wieder Schwangerschaften gehabt. Also das gibt so einen Hinweis darauf, dass es eben, dass Zyklus eine sehr komplexe Sache ist, dass da sehr viele Sachen mit reinspielen. Und das lässt wahrscheinlich auch darauf vermuten, dass es auch in anderen Kontexten anders abläuft, ja.